Okay, Speicherpunkt und mehr Laser-Time. Ich hätte mich um die Omi als erstes kümmern sollen. Ganz klar. Okay, und jetzt runter. Das war ein bisschen zu viel Schaden, aber hey, wir können ja hier einfach speichern. Great. Sollst du sonst irgendwie daran vorbeischummen? Und dann kommt vermutlich dieser eine komische Todesweg, genau der. Hier wäre vermutlich sowas wie ein Granatwerfer oder ähnliches ganz hilfreich gewesen, aber hey. Ist ja nicht unmöglich. So, jetzt haben wir dafür diesen Weg aufgemacht. Nope, damit hört ihr auf. Ich würde am liebsten das Geld nochmal irgendwie ausgeben. Ich weiß aber nicht für was. Ja, dann mal kurz speichern. Einer von mir aus können wir jetzt sowas wie Precision nochmal kaufen. Precision. Upgrade Weapon, da ist nochmal eine Möglichkeit gegeben. Haben wir auch hier nochmal ein Upgrade Weapon? Jetzt ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, an dem Zeitpunkt bin ich wirklich sicher dabei. Leute, was hier vielleicht ganz schön gewesen wäre, wenn man am Ende nochmal gesagt hätte, und zugeben, wir wissen ja nicht hundertprozentig, ob wir jetzt schon am Ende sind, aber trotzdem wäre natürlich cool, wenn man sagen würde, hey, hast du nochmal einen Shop? Hier kannst du mehr oder weniger alles nochmal antreffen und einkaufen. So, jetzt haben wir auch das Problemkind nicht mehr. Und weißt du was, ich kaufe einfach auch mal einen von diesen HP-Upgrades nochmal. Weil die sind nämlich auch nicht unendlich teuer. Upgrade Weapon. Ja. Meine Frage ist, sind die limitiert, die Upgrade Weapon Dinger? So, ich bin natürlich so clever, lass das Ding hier schon runterfahren, damit wir da gleich wieder hochfahren können. Wahrscheinlich findest du alles ausgegebene. Wahrscheinlich findest du, wenn du alles ausgegeben hast, so rum, dann kurz vor dem letzten Bossenshop, der Skillpunkte anbietet. Damit muss man immer rechnen, ja. Okay, ich werde das Ding einmal upgraden. Na gut. Und dann können wir nämlich nochmal einen. Also was? Ich glaube auch die Dinger hier. Okay, mehr jetzt haben wir nicht mal genug Geld. Okay. Und dann würde ich ganz gerne da noch hingehen. Vielleicht wartet das Ende tatsächlich hier schon auf uns. Vielleicht kommt da nochmal ein bisschen mehr. Ich denke, das werden wir so ein bisschen an dem, was jetzt hier kommt, so ein bisschen abhängig machen. Teleport. So, wie war das? Jetzt müssen wir nämlich hier wieder hin, genau. So, ich denke, wie gesagt, je nachdem, was jetzt kommt, egal wie viel Geld wir haben, wir werden da jetzt nicht nochmal umdrehen. Uh-oh. Jesus! What's up, man? The hospital sent me a message. My mother woke up with a huge infection in her knee, and she's looking really bad. She might even die. Oh, no. I'm sorry to hear that. I have to go see her. She's the only family I have left. Ghost, we're postponing the operation. Find a safe place to hide and shut down until I get back. Shut down? I'm not a computer, Jacker. Sure you're not. Jacker out.
Houston, shutting down. See you soon, boys. Houston? Houston, are you there? Ghost, thank God you called. Boogan? What's up? Where's Jacker? Look, Jacker went to visit his mother who had a huge infection, and he hasn't returned yet. I tried calling him, but I'm not getting a response. I even called the hospital. They told me his mother is fine. And the weirdest part, she never had any infection. I don't know what to do. Someone managed to lure Jacker out of here and probably did something to him. What if he's dead? Victor. What? Victor told me I'm to stop working for you. I was just calling to say goodbye. That's one too many coincidences. But what can I do? I'm just a tech. If Victor is the one responsible, I have a good guess where Jacker might be kept. Can you drive? Yeah. Why? Get ready. You and I are going on a rescue mission. Here we are. What is this place? That travel agency over there is a cover. It hosts an underground facility that belongs to one of Victor's men in the city. Jacker's probably being kept here. There aren't many other places nearby that are as well hidden or well defended. Is your plan to fly in there with your ghost form? If so, why did you bring a Naka body? This place is off limits to agents like me. The entire facility has a ghost-proof shield. I can't stay longer than a second as a ghost, or else I'll get detected and shoved out of the building. Then what are we gonna do? We don't have Jacker to hack anything. Easy. You run past the guards, knock out everyone inside with your super strength, find Jacker, carry him outside, and go home. Ghost, I... Relax, I'm joking. You didn't have to get that scared. Totally thought you were serious. You stay out here. I'll find Jacker and break him out. The plan is to enter hidden in this Naka. I'll move between bodies to search the interior. I thought you said you couldn't use your ghost form. As long as it's for less than a second at a time, I should be fine. Let's get dangerous. So, Ghost, before you go, you should maybe try, I don't mean to rush you, Boogan, but we can't be wasting time. Okay, just while in the Naka, try to behave like a Naka. What? You have to walk slowly, with grace, you know, like a lady. So you're saying my walk is ugly? No. I'm just saying, just try not to run or jump or roll like you normally do. It would be suspicious. Is he serious? Walk like a lady? Ghost Boogan here. You know, I've always noticed how weird your walk is. Can you fix that? Sure thing, Boogan. Meanwhile, maybe you should try fixing this. Sassy. Ghost, did you kick my car? Sorry. I slipped. Listen, thanks for helping me with this. This means a lot to me. You're welcome. And there's something you should know. Something really important. Oh, good. More stuff about my walk? What? No. It's something Jacker and I discovered. Something you really need to know. Tell me about it later. We have a teammate to save. Please, oh boy. Friend. I'll attend to you in a moment. Please. Hoho. Da war wirklich jetzt 5 Sekunden oben angezeigt. Voice Routine? Aha. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Okay, er wird aber nur kurz gezeigt. Please, Wade. Ja. No. Goddammit. Das Fiese ist, man wird so weit nach drüben geworfen. Please, Wade. I'll attend to you in a moment. Das ist sehr schwer, ist da durchzukommen. Okay, also ich muss hier nicht Konnichiwa sagen oder ähnliches. Gehe hier einfach weiter. Dip, di, do, do not mind me.
Oh, do mind me. Great. Oh boy. Jetzt bin ich so ein Nord-15-Dinges. Hey, Jules. We work 24 hours a day. No break. No holidays. No nothing. I hate my life. You can't hate your life because you are not alive. We are robots, Mortimer. We were programmed. How could you say that, Jules? I'm a person. I have a heart. I have dreams. I'm human. A human? What the hell are you saying? Mortimer, you are a droid! I don't believe this. After all that I've done for you, I can't believe you were the best man at my wedding. I refuse to talk to you. Okay. Oh. Oh, ich soll also hier jetzt. What are you doing? If the guard finds out you're not working, he will destroy you. Jetzt soll ich also hier durcharbeiten. Freeze! What are you doing here? What does it look like? I'm patrolling the zone. You must be destroyed. What? I'm a guard, like you. We are partners. We are programmed to destroy anyone with lower rank. You are rank 1, I am rank 2. You are lower rank. You must be destroyed. What if I destroy you first? You cannot. No? Why not? We are programmed to respect anyone with equal or higher rank. You are rank 1. I am rank 2. I am higher rank. You must not shoot me. Bad news, pal. There's a bug in my code. Oder man macht das Ganze einfach, indem man den übernimmt. Man könnte hier definitiv überlegen, ob man nicht gewisse Upgrades sich jetzt sogar hier ernsthaft holt. Aber das scheint nicht unbedingt notwendig zu sein. Tehehe. Okay, die Rolle war nicht geplant, aber lustig. What's up, Goddard? Victor, we can't contact Eva 13. What? Damn. Victor, what's up, mate? Is everything okay? Is the ghost-proof shield on? The shield is up. Security is looking good. And our little prisoner is well hidden in my facility, as you requested. Nakamura's agents are on their way to pick him up. I want you to enable all of your internal defenses until they arrive. Switch on the internal defenses? Isn't that overdoing it? There's no one nearby. It's all peace and quiet over here. One of our ghost agents could be attempting to sniff around. Victor, we have the ghost-proof shield on. If any ghost sticks its nose where it doesn't belong, I would know. And they'd be rejected by the shield. Don't underestimate them. With Jacker involved, you can expect the unexpected. Oh boy. So. Da ist ein neuer Körper hier. Jo. Okay, du bist schön lange, das ist ein Problem. Wollte jetzt definitiv den anderen damit auch nicht kaputt machen. Ja, okay, wir werden dann immer automatisch zu dem zurückgeworfen. Ja, also hier habe ich das Gefühl, dass man sich hier beeilen muss.
Oh boy. Okay. So, hatten wir da unten jemanden, aber auch hier oben. Schön, dass sie halten nicht wirklich viel aus. Oh boy, hi. Aha, okay, where am I now? Oh, die Tür habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, na, das war nicht allzu weit. Also ist doof, dass wir hier definitiv die... Hi! Ja, ich rechne mich damit, dass ich schieße. Level 3 Wache ist es bereits. Okay, ist wieder einfach nur ein Warteraum, genau. Level 1 Wache. Okay, da oben sind Level 3er. Eine Turret. Die lustigerweise, solange man eine Waffe hat, kein Problem darstellt. Okay, und hier ist klar, hier wollen wir wieder uns vorbei an den Schummeln, so gut es geht. Oh, und die Wochen respawnen. Hehe. Hehe. Da ist jemand. Oh, okay. Ja, Leute, nicht darauf vorbereitet, dass ich hier einfach durchmarschiere. Erwartet man wohl, dass ich mich langsam anstelle. Ah, das kann ich mir sparen. Also wenn man sich so halbwegs gut anstellt, kann man sich auch tatsächlich so ein bisschen belohnen. Oh boy. Oh great. Okay, hier sollte klar sein, wenn man etwas schneller wäre. Oh, es ist gleich hier nebenan. Ah, okay, dann gib mir mal den wieder. Der hier genau wartet. Warum auch immer der sich überhaupt nicht wehrt. Oh, great, das tut überhaupt nichts. Okay, und jetzt versuche ich mit dem da einfach den Rest zu machen. In der Hoffnung, dass es das tut. Oh, great. Hier wartet Zeug, aber die Kisten blockieren das Ganze so ein bisschen. Oh, blablabla. Ah! Jetzt wurde natürlich auch noch mein Megabot zerstört. Oh, why, hi. Don't mind me. Just moving on. Dup-di-dum. Ja, das ist natürlich das Problem. Oh, cool. Natürlich kann auch der. Der kann nicht rollen, aber der kann springen. Was immer noch schneller als normales Laufen ist, hoffe ich. Übrigens fragt mich nicht, was das dieses Shield Gun genau tut. Aber. Er ist stark genug, um das einfach kaputt zu machen. Okay, ganz normales Springen sieht leicht dämlich aus. Kann ich einfach durch mit dem hier? Ja. Also solange da jetzt nicht irgendeine Blockade kommt. Nope.
Level 3. Okay, wird alles ein bisschen enger hier. Nope. What in the world was... Oh, great. Oh, great. Aha, okay. Gut zu wissen, dass man da... Wie zum Kuckuck soll man da durchkommen? Mit Geschwindigkeit vielleicht? Hier würde ich einfach mal ganz kurz beeilen. Okay, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt hier nicht damit gerechnet, dass wir so viel Zeit hier drin verbringen würden. Aber natürlich trotzdem, dass hier jetzt der Fall sein könnte, dass das bereits zum Finale führt. Auch wenn es dann ein merkwürdiges Finale wäre. Dachte wirklich, man würde vielleicht noch gegen Shadow oder ähnliches kämpfen. Das sind irgendwelche Sachen? No. Und das Ding hatte dann nach dem ersten Schuss überhaupt nichts mehr gemacht. Okay, mehr von denen. Great. Okay, der hatte sich nicht gewehrt, also vielleicht war der deaktiviert. Hey, hi. Oh, der sieht mich nicht, alles klar. Da nehme ich den natürlich einfach. Oh, great. Da habe ich dann zu lange gezögert, leider. Ist das jetzt hier richtig? Ja. Okay, eine Rotation warten. Die verdammt lang ist, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich gehe immerhin, sicherheitshalber. Oh, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Okay. Oh, great. Das Ding deaktiviert sich nicht. Das heißt also, ich habe nicht unendlich viel Zeit, da jetzt rüber zu wechseln. Okay, man sieht natürlich auch hier ganz klar, ich muss... Ach, die muss ich gar nicht angreifen, weil die mich ja wegen dem Levelunterschied nicht angreifen, genau. Okay, eine nach dem anderen. Slow and steady. Das Fiese ist wirklich, dass die nichts aushalten. Oh no. Hey, what's up? Oh, okay. Das war jetzt schneller als erwartet. Okay, aber der Witz ist trotzdem, dass man hier... Ich kann einen Schuss scheinbar fressen und that's it. Oh boy, what are you doing? Okay, also ich darf von den Dingern vermutlich einfach nicht getroffen werden. Mhm, oh great, oh great. Okay, jetzt hat's ein Schutzschild, I see. Oh great.
Ich hatte nicht den Steam mit einberechnet. Okay, also vielleicht in der Zukunft gucken, da mal ein bisschen aggressiver voranzugehen. Wow, what? Das war ein wenig flott. Aber vielleicht sollte ich einfach die Maid nehmen und hier draus stellen. Aber keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Entsprechend nehmen wir lieber die ein bisschen schneller laufen können. An was wurde ich denn jetzt schon wieder getroffen? Oh, ich glaube, ich weiß, was mich getroffen hat. Und zwar, ich glaube, ich habe einen Schuss abgesetzt, nachdem ich die Rakete losgelassen hatte. Und dementsprechend wurde die Rakete von mir selbst zerstört. Okay, hier trifft sich jetzt jeder. Aber das Gute ist, dass der Bosskampf zwar eine gewisse Herausforderung dabei hat. Ja, man kann das Ding selber entscheiden, wann man es explodieren lassen möchte. Oh great, jetzt kommt das Ding. Und jetzt hat er auch noch sein Schild. Oh great. Ich würde am liebsten wirklich versuchen, mit ihr hier rauszugehen, aber um zu gucken, ob ich dann als mobilen Spawn. Nope, ich komme hier nicht raus mit ihr. Great. Great. Was ich ja nicht ganz verstehe, warum halt die ganzen Leute hier raus draußen dann warten. Was lustig ist, dass viele von den Dingern einfach fehlen. Aui. Okay, das ist natürlich relativ lustig, dass er die alle hier an dem einen gleichen Ort hat. Aha, Achtung. Sonderweise kein Steam Damage mehr. No, come on! Wurde ich dann zu gierig, weil ich das Schild dann halt versucht hatte, so auszuweichen. Der Kampf ist insgesamt noch nicht ultra schwer, aber man kann natürlich sehr leicht bestraft werden. Oder wenn dann halt man es schafft, nicht dem Zeug auszuweichen. Oh, great, ich hab die Wand nicht gesehen. Oder die Tür, die da halt geschlossen worden ist. Ich bin ausgegangen davon, dass ich da einfach hinrollen könnte, um mich zu retten. Ja, ich sehe die ganze Zeit zu. Keine Ahnung, warum ich davon ausgegangen bin. Oh great, jetzt hat er sich das einfach davor die... Ich wurde da ganz am Ende getroffen. Wow! Okay, also die Wurfreichweite ist natürlich sehr... Der hat das Ding einfach gefressen. Ach, come on! Deswegen, ich weiß halt nicht, was ich machen soll, wenn er das Schild hoch hat. Ich kann nicht an ihm vorbeischießen. Das sollte ich vielleicht mal testen. Einfach hier versuche, über ihn rüber zu schießen oder ähnliches. Ich glaube, das tut absolut gar nichts. Ja, komm bitte zu mir her. Das Fiese ist vor allem, dass die, selbst wenn sie halt nach hinten durchrollen, dass die weiterhin... Ah, come on. Dass die weiterhin Schaden anrichten. Dass sie jetzt wieder anfängt, das Zeug zu machen, ist überraschend.
Und was wurde ich da jetzt schon wieder getroffen? I don't know. Meine Frage ist natürlich schon fast, ob diese Roboter, die man da hat, ob die da irgendwas anderes noch haben. Oh, come on. Das war dumm. Dachte, ich wäre sicher. Wow. Oh cool, da ist ein gewisser Homing dabei. Ah ja, heißt ja auch Homing Messer. Tja, aber auch nur zu einem gewissen Grad. Ah, da hat er das sich so... Ach, come on. Also Homing verstehe ich nicht. Wenn es heißt Homing, dann sollte der wirklich da versuchen, danach zu gehen. Und man hat ganz klar gesehen, dass es manchmal einfach nicht macht. Also entweder muss er den wirklich vorher beim Schuss bereits sehen oder ähnliches, aber es funktioniert nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft, dass man irgendwie so an dem Shield vorbeischießt und er dann versucht, das Ganze... Goddammit. Ja, okay, also... Jetzt habe ich wieder nicht gebacken bekommen, hier ernsthaft Sachen auszuweichen. Oh, great, das Ding, hey. Haben wir auch schon seit längerer Zeit nicht miterlebt. Boss defeated. Gibt es mehrere Bereiche, die man betreten kann. Hat ein bisschen gedauert. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass man auch so ein bisschen RNG-mäßig Hilfe gebraucht hatte. Was er einsetzt, wie er es einsetzt, um hier wirklich vorankommen zu können. Hello, Operations Chief. Or should I say, Jacker? Ghost? Surprise! How have you been? Did you come to kill me? That's an interesting way of saying hello. It's good to see you again. Tell Victor I have information. If something happens to me, he'll regret it. Victor isn't my boss anymore. Jacker, I'm here to take you home. What? I thought you... Boogan is waiting for us outside. Boogan? Is here? Yes. Come on, let's go. Nakamura is coming for you. We have to leave before they arrive. Man, it's good having you back. I can't believe Victor would go that far. Kidnapping me? After we're done with Nakamura, he's gonna pay. I don't know. This is getting too dangerous. Maybe we should quit while we're ahead. Boogan, we are so close to reaching our goal. We can't quit now. And what if something like this happens again? We were lucky to have Ghost around, but what if Victor targets us again? That reminds me. How did you convince Ghost to save me? That's the weirdest thing. She was the one that did everything. I was terrified and didn't know what to do. She figured it was Victor who was responsible, so she made a plan and broke in to rescue you. I just drove. Seems like a computer just disobeyed its boss to save your skin. No. What if this rescue was just a trick to earn my trust? What if Victor planned the kidnapping and the rescue? What? But why else would Ghost have saved me? Where's the logic in betraying a boss to protect a client? Maybe Ghost was pretending to help us. Maybe Victor wants something from the Nakamura space station. Jesus, I can't imagine a person being more paranoid. Victor's twisted and cunning. We can't underestimate him. Jacker, just talk to Ghost before assuming the worst. Hi, Ghost. Thanks for helping... well, for rescuing me. Boogan tells me you were the one that did everything. You're welcome. But don't believe everything. You know he tends to exaggerate. Yeah, I know. Ghost, you know that Victor won't be happy about this, right? I mean, you're going to be in serious trouble. A normal boss would fire you, but Victor's hardly normal. Yes, I'm aware. I know perfectly what I did. Then why did you go against his orders? He's your boss. I'm just a customer. And recently I've been...
somewhat harsh. You could have just left me there. You didn't gain anything by letting me live. Why did you rescue me? When I first took this job, when you were pretending to be some kind of spy agency, everything felt like a game. Other jobs were boring in comparison. It's not like other people actually talk to me. Ghost, your task is to steal that microchip. Contact us when the mission is complete. Ghost, disable the generator and report back. Every mission was just a distraction to keep me from thinking about how boring the next mission would be. But you two treated me like a normal person. It felt like this mission really mattered, like it was going to actually change my clients' lives. Especially Boogan. It meant a lot to me when he told stories. Like when you two met for the first time. It was so funny. He was trusting me with his personal life. No one had done that before. So I was happy working for you. But when I started closing those valves in the labs, I started to feel strange. A torrent of thoughts and ideas I never had before started to flow into my mind. Like an alter ego was trying to talk to me. Trying to make me doubt myself. I guess that means you didn't know about it. But then you found out. Yeah. There's a link between me and that space station. What if I'm not really human? It scares me just thinking about it. But I have to find out what's going on. So you need us if you want to reach the truth. I can't do this by myself. You can print my body, read the system, hack computers. I can't. The only way forward is to ask for your help. Will you help me? Well, I feel like garbage. I should trust Boogan more often. Ghost, are you sure about this? You're probably not going to like what you find. I'd prefer to face my origins rather than live forever with this uncertainty. I want to know who I am. Then, let's continue? Definitely. Perfect. Then let's go. With any luck, the android will be in the same location you left it. By the way, I owe you one. Okay, war natürlich so ein bisschen merkwürdig, die komplette Cutscene zu sehen, wo wir einfach nichts gemacht haben. Keine Bilder, kein gar nichts. Boogan? Yes, here I am. I've been looking forward to coming back to this body again. It makes me feel at home. I'm glad you like it. It's good to have everything back to normal. I have to say, slipping into poorly made hunks of junk was the second worst part of saving Jacker. The first being walking like a Naka. I think the worst part for me was having to fix my car. Oh, sorry about that. I hope it wasn't too expensive. Don't worry about it. I'll never be able to thank you enough for what you did. Ghost, Jacker here. Next step is to find the entrance to the server room. It has to be close. Copy that. I'm on my way. Okay, dann machen wir uns da doch mal auf. Was du siehst natürlich, dass das jetzt hier diesen Raum freigeschalten hat. Ah, da ganz oben. Normalerweise dieser Doppelsprung macht denen keinen Schaden. So, genau, hier hatten wir halt hier Macht gehabt. Ach Gott, damit. Ja, hier bin ich jetzt gerade zu faul, da wieder in die Geisterform überzugehen. Yes. So, jetzt kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen, dass hier allzu viel mehr kommen könnte. Und es ist interessant, meine Waffenanordnung wurde geändert. Kann man das irgendwie anpassen? Okay, es ist die Cannon auf der 1. Shotgun. So, das Ding, wie gesagt, werden wir ignorieren. Wir werden natürlich nebenbei hier jetzt erstmal unsere Sachen wieder aufladen dürfen. So, das Schöne ist, ich habe unendlich viel Zeit. Ich muss mich darauf warten. Oder halt mich beeilen, müssen wir eher sagen. Come on. Darunter. Oh boy.
Aha, das sieht aus wie Finale. So. Recharge Items und Repair. Ja. Natürlich klar, das werden wir beides mal einsetzen. Damit haben wir einiges an Gegenständen. Warum haben wir nur eine Drohne, wenn ich fragen darf? Ganz kurz hier sicherheitshalber. Ja. Ganz kurz den auch nochmal wieder rufen. Ja, boy. Houston, I'm in. It's dark in here. Are those LEDs? There are a lot of small lights everywhere. Ghost, those LEDs are from the servers we came here for. Get over to one of them and connect the comm device. I'm on it. Ah, I can't see shit, Captain, aber... Wir hoffen einfach mal... Ich habe mich doch gerade geheilt. Ich habe mich einfach nur eine gewisse Anzahl von Punkten geheilt. Und nicht halt voll geheilt. And you're not my superior. Therefore, I'm afraid I can't let you do that. You will regret this, stupid old freak. Oh, I have to go. Let me drop a few presents for your robots. Bon voyage! Coder! Disable that damn shield! I want this brain destroyed! At once, boss. Okay. Victor is attempting to hack the shield. Can you stop him? No, I can only delay him. But I can do something better. I can hide her brain. Each brain has a serial number. If I scramble the serial numbers around, nobody will ever know which brain belongs to Ghost. Please hurry, Jacker. We have to save her. Houston, what's going on? What's happening? What should I do? Ghost, I'm fighting against Victor's hackers to save you. I need you to be near your brain as much as possible. The longer you're away from it, the less I'll be able to delay Victor. Alright, can do, I guess. I hope. Remember, stay inside.
inside the hacking area. Ah, hier, dieser Bereich scheinbar. Give an alarm for the entire space station. Destroy the invaders. Okay, Level 9 Alarm. Oh boy, große Bots. What is this thing doing? Wow, it's moving. Haha. Uh-huh. Oh, great. Ja, jetzt kann ich wieder rollen. Konnte vorher nicht rollen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich mich hier... Ich hätte mich heilen müssen, vermutlich. So, meine Frage ist... Oh Gott. Jetzt muss ich den ganzen Weg erstmal da wieder hinmachen. Hm. Lass mich einfach dort wieder zu... Wait, what? Wie, das geht weiter. Oh, wow. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass das Spiel wirklich einfach munter weitermacht. Okay, ignore, ignore. Bye. Okay, wir sollten eine Sache kurz machen. Ich hoffe, das geht jetzt hier nicht großartig weiter. Das ist ein Alarm. Ich denke, wir sollten gucken, dass wir We Are Legion aktivieren. Und... Was anderes können wir vielleicht noch gebrauchen. Ich denke, wir sollten die Explosionssachen nehmen. Weniger Schaden durch Explosionen. Oh, meine Waffen sind deaktiviert. What? Warum sind meine Waffen deaktiviert? Das ist natürlich great. Okay, jetzt muss ich da natürlich so schnell es geht wieder hin. Oh, great. Die Dinger, die auch noch Giftschaden anrichten. So wichtig ist hier das Ding noch aktivieren. Okay, wir haben den jetzt so ein bisschen in die Ecke gedrückt. Oh, shit. Hey, deploy help. Cool. Oh, shit. Immer konstant durchzusehen. Oh shit, ich habe die Bomben nicht gesehen. Wieder so ein bisschen heilen können. Oh shit, jetzt habe ich keine Munition mehr.
Oh boy, okay. Congratulations, man. You did it. Jesus, my hands are still shaking. What are you doing now? I'm sending something to Free Robots that'll be a massive headache for Nakamura. Videos of the brains? That's going to spark some serious problems. Done. You were right, Boogan. She wasn't an algorithm, but a real human brain. Yeah, she's a very interesting person. Jesus, it must be shocking to find out that you're just a brain connected to a machine. But she's a person, after all. At least she's not something synthetic made by mankind. Do you think she suspected she was an algorithm? Nah, I'm not sure. Let's ask her. Ghost, now that it's over, we have something to ask you. Ghost? Ghost, do you copy? She left. Why? Where? She almost died and also found out that she's a brain in a jar. Who knows where she could have went? A new scandal rises against the Nakamura Corporation. Free Robots reveals that Nakas are not controlled by artificial intelligence, but are actually controlled by human brains. The evidence that started everything is a video received from an anonymous source, which shows thousands of human brains somehow connected to a machine. Are Naka's human brains? Is the video a fake? More information, more news, tomorrow at the same time. Thanks for watching. So 50 years ago, Betha Miller was on the brink of death. Medics could do nothing to save her, so as a last resort, she signed an agreement with cryogenics to preserve her brain. Her head was frozen. 40 years later, working secret billion scientists in the Nakamura Corporation, Dr. Musashi managed to rejuvenate a brain by maintaining it with a liquid fuel full of oxygen and essential nutrients. After a few years of investigation, the doctor and his team managed to decode the neural connection of the brain and connect the conscience to an android called a Naka. The success of the project allowed Nakamura to purchase cryogenics in secret, becoming the new owner of millions of frozen brains, and with them millions of future Nakas. Nakamura decided to keep the Naka docile and sell them as servants. The Naka's memories were erased and they were injected with a mysterious orange fluid that Nakamura Corporation developed. She, along with 19 more Nakas, were purchased by a mysterious trafficker known as Victor. His agents managed to alter the configuration of the orange fruit for their 20 evas, becoming more skilled, more intelligent, and in some cases obtaining the ability to connect and disconnect to any android at will. A few years later, Jacker and Boogan stole a disconnected Naka and transformed it into a combat robot. She, temporarily given to Jacker for an exorbitant price, broke into the Nakamura space station, controlling the combat robot. After stopping the flow of the orange fluid, Ghost's mind started to wander. She soon realized she is a cyborg, rebelled against her owner, Victor, who tried to kill her by destroying her brain. Armed with her memories and with the help of Jacker, she managed to save her brain. Shocked and confused, she went to settle things with Victor.
The Nakamura Corporation was investigating for Jacker, submitting his videos or recordings of events to the authorities. Nakamura's leader and managers were imprisoned, and all Nakamura's were set free and declared human. Ghost captured Victor and turned him over to authorities. He was imprisoned and relieved of all his belongings. After dealing with Victor, Ghost only wished to go to one place. We're broke, my friend. We found nothing to copy, nothing to sell. We're geeks, man. We don't need money to be happy. Boogan, I have something to confess. It turns out that I need money to be happy. Why? You can hack everything we need. We need, not I need? Of course, man. We're a team, aren't we? Technically, yes. What the hell? A team? Come on. You're just two geeks with no money that played too many games by Kojima. Ghost! What if we call us Ghost and Geeks? Geeks and Ghost. Ghost and Geeks. There's two of us and one of you. Come on, gentlemen. Ladies first. So, would you like to restart the game, keeping your inventory? In der Theorie ja, aber wir werden das Spiel nicht nochmal durchspielen. Ja, und damit kommen wir zum Ende von Ghost 1.0. Ich denke, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Es hat weniger Freiraum wie zum Beispiel ein Unepic, aber ich denke trotzdem, dass man viele unterschiedliche Spielstile finden kann, die durchaus unterhaltsam sind. Die Bosse waren meines Erachtens durchaus in Ordnung. Klar, es gab hier und da, so ein bisschen herausfordernder waren, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie großartig unfair wären. Also ich hatte zumindest bei Unepic so den einen oder anderen Kampf noch so ein bisschen in der Hinterkopf, der ein bisschen anstrengend war, aber insgesamt, ich denke, Unepic war da kein großes Problem und hier definitiv ebenfalls nicht. Gut, damit kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten, hoffe es hat euch gefallen und bis dann.